Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausbilder. Ja, wir haben ja beim letzten Mal das Fundament gemacht und schon hier die ersten Latten auf dem Boden festgeschraubt. Jetzt müssen wir ja quasi das Ständerwerk bauen. Aber vorab möchte ich mich natürlich für die Kommentare und auch für die Däumchen recht herzlich bedanken bei euch. Und ich bin immer noch in der Vorproduktion, ne? Also ich habe immer noch, die erste Folge ist immer noch nicht draußen. Das heißt, ich weiß immer noch gar nicht, was ihr zu dem Spiel sagt. Das ist viel schlimmer. Das ist echt schlimm. Also das ist... macht fies süchtig, das Spiel. So, jede Menge Schräubchen rein. Zack. Shit, hab ich da schon mal ein zu viel. Machen wir erstmal unten rum für dich. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass sie aneinander geschossen werden mit dem Nagler. Oh Mann, hier sitzen die Schrauben wieder daneben. Kann er doch nicht halten. Dann kommt der böse Wolf vorbei und hustet und boostet das ganze Häuschen um. Oh, eins noch, ne? Das war falsche Taste. Noch. Reicht jetzt hier? Nee. Muss auch erst fertig schrauben. Das Schöne ist natürlich, hier ist noch kein Schrauber rund geworden. So. Was hat er jetzt? So, hier sind wir noch irgendwo noch nicht fertig. Da fehlte noch eine Schraube. Nein. Könnten wir es langsam geschrauben. So.
Was ist doch hier draußen? Kam auch noch eins vor? So, dann hier. Schade, ich hätte es mehr gefeiert, wenn wir die uns noch hätten zuschneiden müssen. So, mal eben gucken, nicht, dass wir irgendwo ein Brettchen vergessen haben, aber ich glaube nicht. Mal ein Brettchen holen. Das. Und das. Okay. Da. Wohlkammer-Stegplatten. Die brauchen wir. 40. Ah ne, die kosten 40. Kauf 20, okay. 65 Stück. Glauben wir mal dem Spiel, was es da so ansagt. Kommt wieder Heizertruck. LKW, ne? Ich weiß gar nicht, habe ich hier eigentlich eine. Ah, nee, ich habe das Gerüst da stehen. Nee, okay, aber solange es noch von hier unten geht, ich glaube, das ist sonst echt lästig mit dem Gerüst. So schnell schraubt keiner irgendwo. Speedy, speedy, oh. So, da noch. Das letzte brauche ich nicht festschrauben, oder? Das hält von Luft und ganz viel Liebe? Oder was? Ach du je. Ja, da bräuchte auch dieselben Rahmen für. Bräuchte auch laut diesem Bild hier. Und das da auch diese Dinger. Das heißt, wir brauchen davon.
193 Stück. Ja, lass mal kommen hier. Lohnt sich die LKW-Fahrt wegen so? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass sie hier. Bitte. Ja, danke, schönen Tag noch. Schön, dass du es alles verteilt hast. Mitarbeiter sind schwer zu finden, deswegen verstecken die sich meistens. So. Hier noch. Oh, da kommt wieder nur eine rein. Auch noch eine rein. Okay. Jetzt aber. Aber die 3 Tonnen Schrauben, die ich hier verwende, die sind irgendwie. Die muss ich nicht bestellen. So, da kommt auch wieder keine Schraube rein, okay. Warum denn noch nicht? So, haben wir jetzt alles. Ja, untenrum haben wir alle. Machen wir hier mal das Ständerwerk rein. Rein. Aber Irrgarten hier. So, wir gehen jetzt einmal durch. Dann und dann, ach ja, Staubsaugermodus. Ah, die letzten haben wir mitgenommen, ne? Oder liegen die hier noch irgendwo? Naja, zur Not müssen wir die 5 Stück eben nachbestellen, ist ja nicht das Problem. Man gönnt sich ja sonst nichts.
Ich glaube, da fehlt noch einer. Ein Sturz hier. Gott. Hier raus. So. Dann kaufen wir direkt 5 Stück nach. Das Spiel sagt uns ja, wir brauchen 20. Also haben wir jetzt auch 20. So. Fangen wir jetzt am geschicktesten an. Durch die Räume gehen, ne? Tasten wir uns hier mal vor. Da sind wieder keine Schrauben drin, okay. Dafür ist in einem kleinen Stück. Da hängt garantiert die ganze Statik vom Haus dran. Und hier. Achso, und da kommen auch keine Schrauben rein. Natürlich. Natürlich. Warum denn auch? Warum denn auch? So. Balken. Die. Die sind es nicht. Konstruktionsbalken. Rennerei hier. Die hätte man noch vorher reinmachen können. Verstehe ich nicht. Vor allem, dass die extra ein Stück rausstehen. Jetzt noch die andere Hälfte. Vor allen Dingen, wo schraubt ihr die rein? Schraubt ihr die jetzt in den Beton, oder? Weil überall haben wir hier unter die Wände erstmal Bretter geschraubt. Und die werden jetzt hier einfach in den Beton reingeschraubt, oder wie? Dann kann man ja so machen. Macht vielleicht nur nicht viel Sinn für mich. So, das letzte bin ich angeschraubt. Okay. Um ein höheres Stockwerk zu erreichen, benutze. So, die legen wir mal hin. Die brauchen wir gerade nicht. Oder doch? Brauche ich sogar noch ein paar mehr von. Ich habe davon 7 und brauche 20. Okay, 1.
und kaufen auch mal 13 Stück davon. Die werden wieder senkrecht transportiert. Natürlich. So. Sagen, lass mich doch bitte hier oben drüber laufen. Echt jetzt? Da kann ich nicht drüber. Dann machen wir es halt von unten. Was soll's denn? Okay, nicht hochspringen, sondern einfach nur. Das geht am besten. Muss ich aber sagen, ich fand das Hausholz irgendwie cooler. Jetzt brauche ich wieder 13. Komm, auf 20. Kann ja jetzt nicht jedes Mal hier. Ja, ist ja gut. Jedes Mal welche bestellen. Sagt der Lieferant auch immer, ist das nur alle Latten im Zaun oder was? Irgendwie. Ist auch nicht die ultimative Technik hier. Ja, dann muss es halt irgendwie so klappen. Erkennt ihr nicht den fliegenden Handwerker? Erstmal seine Montageflügel auspackt. Ja, wo waren jetzt hier die? Da.
Pling. Man nennt mich auch Tigger, den Timberwalker hier. Ja. Den noch Tigger von Winnie Pooh, der ist auch immer so auf seinem. Ne? Durch die Gegend gehüpft. Ein klasse Mitarbeiter hierfür. Ja, soll man kein Gerüst aufstellen? Nein, Tigger kommt, ist gar kein Problem. Boing, boing. Das Lustige ist, das funktioniert immer noch am besten. Muss nicht drüber reden. Sieht total unanständig aus, aber es funktioniert wirklich am besten. Auf der anderen Seite waren keine Schräubchen noch, ne? Deswegen, wir bauen auch gerade das Haus von Christopher Robin. Da müssen wir halt nur aufpassen, dass der Pooh-Bär das ganze Ding nicht umläuft. So. Eieieiei. Naja, sagen wir mal so, jeder Nachbar weiß auf jeden Fall jetzt, dass ich hier ein Haus baue. Weil für eine Garage ist die Öffnung nicht groß genug. Wobei, da hinten haben wir ja so ein großes Fenster, also es könnte auch noch eine Garage werden. Für ganz kleine Autos. Aber meine lieben Freunde, das war schon wieder für die heutige Folge. Wir sind ein gutes Stück weitergekommen. In der nächsten Folge kümmern wir uns um die Bausteine hier. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.